Heute gibt es mal keinen Sport. Eigentlich wäre es fällig, aber ich hatte jetzt gerade ein Fotoshooting und mit eigener Visagistin. Das Ergebnis will ich mir heute nicht kaputt machen. Ist das nicht bescheuert? Wenn man schon mal so geil geschminkt wird und das nicht selber machen muss, dann soll das heute mal so drauf bleiben. Könnte ich eigentlich heute weggehen, aber morgen habe ich Probearbeiten. Ich habe ab Januar einen neuen Job. Ich gehe wieder zurück in meinen alten Beruf als Zahnarzthelferin. Und ich habe dann angeboten, jetzt wo ich Urlaub habe, da mal zum Arbeiten vorbeizukommen. Könnte ich heute, Donnerstag ist immer Eis im Lager. Wird sich lohnen, aber ich muss früh aufstehen. Nein, lassen wir das. Ich gucke einfach heute nur in den Spiegel und freue mich. Servus, meine Lieben. Nachdem ich heute in Sprockhövel ein bisschen wandern war, Bergtal, habe ich mir jetzt mein Abendessen verdient. Ah, und ich freue mich. Eigentlich habe ich das aus Resten gemacht, aber ich habe geguckt, was ich so habe, was ich draus machen kann. Und viele kennen das Rezept bestimmt auch aus den Low-Carb-Büchern und ähnlichen. Pass auf. Pizza! Der Boden der Pizza ist gemacht aus Thunfisch und Eiern. Erstmal vorgebacken, dann kommt ein bisschen Tomatenmark mit Kräutern drauf, Zwiebelchen und Schafskäse light. Ich habe keinen anderen Käse hier und Käse ist ja laut meinem Programm auch nicht unbedingt gern gesehen. Schafskäse ist aber okay, wenn es mal ist. Ja, habe ich mir jetzt einen rausgebaut. Ich habe Hunger! Oh mein Gott, mein Mittagessen. Ich wurde von einer Freundin angesteckt und bin total auf Blumenkohlpüree hängen geblieben. Blumenkohlpüree, der Oberhammer. Okay, bei mir ist das so ein bisschen stückiger, weil ich möchte jetzt nicht so einen kompletten Brei haben. Bisschen was zum Kauen, gell? Ein bisschen Fleischwurst angebraten. Ich habe voll Hunger. Ich fresse jetzt seit 3 Tagen Blumenkohlpüree. Ich habe mir einen Tag Blumenkohlpüree mit Rotkohl gemacht, heute mit ein bisschen Fleischwurst. Jetzt habe ich für morgen noch eine Portion. Könnte ich noch Farngemüse reinhaben. Boah, mal gucken, wie lange mir das noch schmeckt. Also ich kann mir vorstellen, das jetzt jeden Tag zu essen. Aber das ist ja genau falsch, ne? Ein bisschen Abwechslung. Boah, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Das ist so geil. Boah, ich mache damit einen Weihnachtsmarktstand auf. Er kauft bestimmt noch eine. Guten Morgen, meine Lieben. Ich freue mich so. Ich freue mich so, dass ich schon nicht mehr sprechen kann. Ich esse gleich ein Brötchen. Brötchen. Man glaubt gar nicht, wie geil ein Brötchen sein kann, wenn man sich das 2 Wochen verboten hat. Boah, bin jetzt in Woche 2 von dem Programm. Bis jetzt läuft es echt gut. Man hat abends immer so seine Schwierigkeiten, ne? Kommt schon mal vor, dass man ein bisschen kämpfen muss, aber ich denke dann immer an das Entwiegen und an das und denke dann immer daran, was die anderen so geschafft haben. Und auf jeden Fall fällt es wirklich schwer, nicht auf die Waage zu gehen. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich im Moment auf dem richtigen Weg bin. Gut, mit der Ernährung, das klappt soweit. Sportprogramm ziehe ich auch durch. Im Moment wieder ein bisschen mehr im Fitnessstudio wie dieses Outdoor-Gym, weil ich mir den Fuß verknackst habe. Auf jeden Fall koche ich jetzt Eier, weil ich mit meinem Papa gleich frühstücken gehe. Ja, selbst darauf freue ich mich jetzt. Ein Brötchen mit Ei und Wurst drauf. Ich mache nämlich heute, man kann 2-3 Mal die Woche so ein Dinner-Canceling heißt das. Dinner-Canceling machen, das heißt morgens essen, mittags gut essen, kein Abendbrot, dann zum Training, nächsten Morgen 40 Minuten Ausdauereinheit und dann erst frühstücken, dass 12-13 Stunden dazwischen liegen. Das habe ich heute mal vor und deswegen gönne ich mir jetzt mal ein Brötchen heute Morgen. Ich freue mich. Familienausflugstag. Es gibt immer Specials. Da gehen Leute hin. Ja. Das sieht man mal mit rein da. Was? Da wo du sagtest, dann sind die lieb gefüllt. Die sind überall lieb.
Wenn sie dich sehen, sind sie nicht mehr lieb. Alter, ist geschossen. Oh. Hast du Ohrenstöpsel dabei? Ja, gut. Oh, fein. Da muss ich aber den Ton runterdrehen. Fein. Sag mal, Mo. Hallo, sag ich. Ja. Oh, gib mal dein Finger. Nein. Ich bin so getraut. Komm mal. Komm her. Den kannst du nicht fahren. Jetzt drehst du den Arsch zu. Mach den Schlüpper auch. Kommst du deinen Finger nicht durch. Ne? Ja, komm mal her. Vierchen, ne? Oh! Was lachst du denn da, ne? Was lachst du denn da? Ne? Hallo! Guck, guck! Der ist aber anerglich. Der ist toll. Sag mal, guck, guck! Hat einer Huhn? Guck, guck! Oh nein! Wir haben neuen Freund. Ja, ja. Ich gehe. Wollen wir dich mitnehmen? Wollen wir dich mitnehmen? Bombe? Der ist aber anhänglich, ne? Musst du Mamas Puzzle eben auseinander machen? Ja. Da kriegst du auch Fresse. Da kriegst du auch Fresse. Was? Der ist echt schon cool. Da kommt der mit. Ach, sechs Sekunden. Bende, bende. Ja, ja. Baby, baby, balla, balla. Ja gut, wenn du nur zwei hast, dann ist das ja nur... Oh, guck mal, der Rote da oben. Och, hallo. Hallo. Ja, hallo. Guten Tag. Och nein. Oh nein, guckst du. Oh, guck mal hier oben. Das ist Kamm auf. Oh, boah, schön. Hallo. Ich muss nur aufpassen, wo ich hier hinpasse. Jetzt habe ich gleich Finger weg. Hallo! Hallo? Hat der jetzt auch gesprochen? Hallo. Ja, sag mal Mo. Hallo! Hallo! Na? Na? Hm? Oh hallo! Hallo! Der ist ja da. Hallo! Hallo! Mo! Hallo! Mo! Hallo! Mo! Hallo.
komm, das bringst du dir noch bei. Mo! Jakko, ja. Hallo! Mo! Mo! Ja. Hallo! Hallo! Mo! Warum die eine weiße Zunge? Wieso Lederlappen? Ne? Oh, da kommt Hallo. Der nächste. Ja, servus. Och Gottchen. Hallo. Die wollen mal eine Zunge. Ja. Die denken, die kriegen ja. Was. Schätzelein, hab nichts für dich. Nö. Ein bisschen darf man nicht. Das ist auch gar nicht gut. Ich habe vor, dass du was in der Wohnung. Ach, da ist der Rote wieder. Hallo? 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 Kuckuck. Hallo? Hallo? Aua? Hallo? Hallo? Wer bist denn du? Klasse. Möchtest du mitbekommen? Ich habe eine neue Filmkamera. So hat Papa wenigstens einen Freund. Komm, das ist auch Fresse. Ja, der Freund weiß nicht, aber ein Finger hier. Das ist schön. Also, guck mal, er da unten. Alles gut. Was machst du da? Was? Was sagst du qualitativ damit? Was hast du gesagt? Ja, was hast du gesagt? Hallo? Hey, ja, wer bist du denn? Guck mal, der kommt hierher. Ja, das sind diese... Ach, wo kommen die nochmal her? Neuseeländer, glaube ich. Lustig? Ist das lustig? Ja. Ja? Lustig? Da ist er lustig. Der hat ja eine irre Farbe hier unten, ne? Ja, hallo. Hallo. Wie bist du denn? Guck mal, der beißt mir in die Buchse. Du hast aber auch einen Schnabel. Du hast aber auch einen Schnabel. Mal, die sind ja alle so handzahm. Na, guck dir das mal an. Da geht nicht sowieso. Was zieht sich von dem Gesetz? Au! Aua! Aua? Ja. Aua! Tschüss! Ja. Tschüss! Guck mal, Papa! Du darfst nicht gehen. Wir müssen doch gut gehen. So, was ist denn? Ich brauche einen Karton, also mitnehmen. Welchen Karton? Wir müssen den Karton mitnehmen. Ah, du. Den nehmen wir mit, den kriegst du, da kommst du dran. Ja, ja. Der nützt alle nicht. Der wird jetzt traurig sein. Guck mal.